und wie die nach vorne werden. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, bei Ihnen zu können in Hessen zu diesem sehr gut besuchten Landesparteitag. Ich finde es, ehrlich gesagt, faszinierend, was für ein gutes Gefühl die Veranstalter offenbar für die Größe der Veranstaltung hatten, dass sie diesen großen Saal gebucht haben und jetzt auf den letzten Platz besetzt zu sein scheint, aber auch wenn jeder seinen Sitzplatz gefunden hat. Also mein Kompliment hier an die Organisatoren. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie hier am freien Samstag opfern, um den Landesparteitag der AfD Hessen beizukommen. Ich bin, meine Damen und Herren, dankbar Herrn Nickel, dass er in seinen Begrüßungsworten auf die Leitlinien der Alternative für Deutschland verwiesen hat. Denn in der Tat ist doch das Wesentliche, was wir als Partei vorantreiben wollen, der Kampf für unsere politischen Inhalte. Und die haben wir eben als eine Partei, die noch dabei ist, sich ein Parteiprogramm zu geben, in diesen Leitlinien zunächst einmal vorgezeichnet. Und darauf, denke ich, sollten wir uns auch konzentrieren in unserer politischen Arbeit und sollten unsere politische Arbeit eben zuwenden, diesem Ziel, das umzusetzen, was wir für wichtig halten, wo wir Änderungs- und Gestaltungsbedarf in Deutschland sehen. Ich hoffe sehr, dass die Alternative für Deutschland in Hessen heute auch dazu beitragen wird. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht sehr lange sprechen, denn es ist die zweite Rede eines Bundessprechers und Sie haben eine lange Tagesordnung mit vielen wichtigen Punkten. Ich will mich deshalb versuchen, kurz zu fassen, auch wenn mir das oft schwer fällt, weil ich für wichtiger als meine eigene Rede eigentlich die nachfolgende Aussprache halte. Ich denke, wenn Herr Adolf und ich hier sind, Herr Adolf ist mein hessisches Mitglied, aber ich bin es nicht und ich komme nicht so oft nach Hessen, da sollten wir die Möglichkeit nutzen, auch über die Themen zu sprechen, die in der Partei diskutiert werden und wo Sie Gesprächsbedarf haben gegenüber uns als den Vertretern des Bundesvorstands. Deshalb lassen Sie mich jetzt versuchen, nur einige Themen kurz anzureißen, manche auch vollständig auszusparen, aber wenn ich sie ausspare, dann ist das nur die Aufforderung an Sie, in der Aussprache darauf auch zu sprechen zu kommen. Herr Nickel hat, als er über die politischen Leitlinien sprach, ja schon deutlich gemacht, wo unsere zentralen politischen Inhalte liegen. Und ich möchte es noch einmal ein wenig konkreter machen. Wir sind nicht nur eine eurokritische, eine europaskeptische Partei, wie es immer gesagt wird, sondern wir sind in allererster Linie eine Partei der Rechtsstaatlichkeit und eine Partei der sozialen Marktwirtschaft. Dass wir uns aus dieser Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit und zur sozialen Marktwirtschaft und übrigens auch zur Demokratie, die ich aber jetzt nicht zu sehr betonen werde in meiner Rede, aus unserer Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit und zur sozialen Marktwirtschaftlichkeit daran gestoßen haben, wenn dies Unrecht im Rahmen der Eurokrise geschehen ist, wie dort verstoßen worden ist gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Denn, meine Damen und Herren, ich möchte nur noch mal kurz wiederholen, es hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun, wenn man den Steuerzahlern zumutet, die Lasten zu übernehmen, die die Banken durch ihre Risikoübernahme auf sich genommen haben oder die Staaten durch eine übermordene Staatsverschuldung auf sich genommen haben. Wenn man die Banken zu den Lasten der Steuerzahler. Es hat mit sozialer Marktwirtschaft auch nichts zu tun, wenn man eine Euro-Rettung betreibt, die ausgetragen wird auf den Schultern der Arbeitslosen und der jugendlichen Arbeitssuchenden in den südeuropäischen Krisenstaaten. Meine Damen und Herren, das ist keine soziale Politik, das ist eine antisoziale Politik, die dort gemacht wird und eine Identität ist. Mit Marktwirtschaft auch nichts zu tun, wenn man den Grundsatz durchbricht, dass derjenige seine Schulden zurückzahlt, der die Schulden aufgenommen hat, meine Damen und Herren. Und es hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun, wenn man die Preise in einer Marktwirtschaft so stört, dass Zinsen auf ein Niveau von 0 sinken, denn der Zins ist ebenfalls ein Preis, aber ein Niveau von 0% sinken oder sogar ins Negative hineinsinken, wie wir es in diesen Tagen sehen. Da liegt, meine Damen und Herren, wehren wir uns. Das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun und die Euro-Rettung hat nichts mit sozialen Empfinden zu tun. Und deshalb kämpfen wir dagegen. Wir haben gestern als Bundesvorstand gerade noch einmal eine Urabstimmungsinitiative auf den Weg gebracht,
Um das auch noch einmal zu bekräftigen, angesichts einer Öffentlichkeit, die zum Teil denkt, die AfD würde dieses Thema aus den Augen verlieren. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht so. Die Euro-Rettung ist nach wie vor ein zentrales Thema der AfD und der Euro ist nach wie vor ein zentrales Thema der AfD und wir werden das durch ein großes Mitgliedervotum, so hoffe ich, bekräftigen und ich bitte Sie deshalb alle, diese Urabstimmungsinitiative auch zu unterstützen. Verpflichtung zur sozialen Marktwirtschaft herausgefordert wird. Und einer davon, der ging nun gestern durch die Presse, als berichtet worden ist über die Verurteilung des früheren Akanor-Vorstandschefs Thomas Middelhoff. Meine Damen und Herren, es hat auch nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun, wenn ein großer Kaufhauskonzern, Karstadt und Akanor, in großen Schwierigkeiten ist, wenn Sozialpläne verabschiedet werden, wenn Tausende von Beschäftigten entlassen werden, wenn die verbliebenen Beschäftigten Gehaltseinbußen hinnehmen müssen und gleichzeitig der Topverdiener dieses Konzerns sich nicht bescheiden kann mit dem, was er verdient, sondern dann seine Privatreisen zu seinem Ferienhaus in Saint-Tropez auch noch auf Firmenkosten abrechnet. Um, meine Damen und Herren, zu einem anderen Thema zu kommen, es hat mit sozialer Marktwirtschaft auch nichts zu tun. Wenn der Regierungschef unseres Euro-Nachbarn Luxemburg, unseres europäischen Nachbarn Luxemburg, der Auffassung ist, dass es doch legal sei, komplizierte Steuerkonstruktionen zu gestalten, die dazu führen, dass Firmen, die in Nachbarländern Luxemburgs arbeiten, ihre Gewinne nach Luxemburg hin verlagern können, um dort ihre Steuerlast zu Lasten der europäischen Nachbarn zu minimieren. Meine Damen und Herren, es hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun, wenn der Chef der Eurogruppe, der in Personalunion auch Ministerpräsident von Luxemburg war, die Krisenstaaten der Europäischen Union dazu angehalten hat, zu sagen, nun guckt doch mal, dass ihr endlich eure Steuereinnahmen auch eintreibt, guckt, dass ihr eure Steuern erhöht, guckt, dass ihr mehr an Steuereinnahmen erwirtschaftet, und gleichzeitig lenkt er diesen Krisenstaaten genauso wie allen anderen Staaten der Eurozone die Steuerquellen ab, indem er die kompliziertesten Konstruktionen heimlich aushandelt mit einzelnen Firmen, die dann imstande sind, nach Luxemburg ihre Gewinne zu verlagern und sich damit der legitimen Besteuerung dort zu entziehen, wo sie eigentlich wirtschaften. Der gesagt hat, ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie trinken heimlich Wein und predigen öffentlich Wasser. Und genau das, meine Damen und Herren, das macht Herr Juncker. Genau das macht Herr Juncker. Er predigt öffentlich die Solidarität mit den Krisenstaaten der Eurozone. Er verlangt es von den Steuerzahlern der Eurozone, dass sie eintreten für Griechenland, für Portugal, für Spanien, für Irland, für Zypern, für diese Staaten, die ihre Staatsfinanzen nicht mehr unter Kontrolle haben und die ihr Bankwesen nicht mehr unter Kontrolle haben. Er fordert die Solidarität ein. Und gleichzeitig stellt er sich als Regierungschef von Luxemburg hin und ist so antisolidarisch, wie es überhaupt nur denkbar ist, indem er die Staaten, die er dazu auffordert, Solidarität walten zu lassen, auch noch ausbeutet, auch noch plündert, indem er ihnen ihre Steuerquellen abzieht. Das, meine Damen und Herren, ist ein Konzept. Wir hatten Herrn Juncker vor wenigen Tagen am Mittwoch im Europäischen Parlament. Nach langem Zögern angesichts dieses Skandals hat er sich bereit erklärt, eine Erklärung vor dem Europäischen Parlament abzugeben. Ich muss sagen, meine Damen und Herren, ich war erschüttert darüber, wie diese Erklärung rausgefallen ist. Denn das, was er dort in langen, gewundenen Sätzen von sich gegeben hat, war nicht mehr als eine Art Rechtfertigung eines Juristen. Der argumentiert, nun das, was hier geschehen ist, sei noch alles legal gewesen.
Und die Kenner der Materie wüssten ja, dass mit solchen Absprachen gearbeitet werden würde. Und es sei ja auch bekannt, dass es bereits eine Untersuchung gäbe und man soll doch bitte schön abwarten, bis diese Untersuchung zu den Steuerpraktiken Luxemburgs abgeschlossen sei. Ein meines Erachtens billiger Versuch, in dieser Frage Zeit zu gewinnen. Es ist überhaupt kein Gespür von Herrn Juncker dafür zu erkennen gewesen, dass hier eine politische Dimension, die maßgebliche Dimension ist, dass es wesentlich ist, welche politische Verantwortung er auf sich geladen hat, wenn er das Ansehen der Europäischen Union schädigt, als ein Kommissionspräsident, der eigentlich antieuropäisch gehandelt hat, weil er antisolidarisch gehandelt hat und weil er antisozial gehandelt hat, indem er nur an den Vorteil des eigenen Landes gedacht hat und nicht an das Wohl der Gemeinschaft insgesamt. Und deshalb denke ich, sollen wir gar nicht erst warten. Wir sollen gar nicht erst warten, bis diese Untersuchung abgeschlossen ist, die sich bestimmt noch über Monate, ja vielleicht über Jahre hinziehen kann. Sondern wir müssen Herrn Juncker jetzt auffordern, selbst die Konsequenzen zu ziehen, selbst einzustehen für die Werte, die er folgt und nicht immer auf den Lippen führt und die er insgeheim aber nicht praktiziert. Er muss die politische Verantwortung übernehmen für das, was er getan hat. Er muss von sich aus einschätzen, und ich hoffe, er kommt zu der richtigen Einschätzung, ob ein Mann, der in dieser Art und Weise gegen die europäische Idee agiert hat, der in dieser Weise gegen die Solidarität innerhalb Europas verstoßen hat, die er selbst immer wieder eingefordert hat, ob dieser Mann noch tragbar ist als Kommissionspräsident für die Europäische Kommission. Beschließt, in der das Europäische Parlament Herrn Juncker auch auffordert, das einmal zu beziffern, welchen Schaden er eigentlich hervorgerufen hat für die Nachbarstaaten in Europa. Welche Steuereinnahmen Deutschland und Frankreich und den Niederlanden und Belgien und vielen anderen europäischen Staaten eigentlich entgangen sind, durch die luxemburgische Politik sich als eine Steueroase den Unternehmen anzusiedeln. Er soll das einfach einmal beziffern. Und dann sollte er sich auch öffentlich dafür einsetzen, dass Luxemburg diesen Schaden wieder wettmacht. Denn wir müssen doch feststellen, dass wir in Europa viele Staaten haben, denen fehlen die nötigen Steuereinnahmen. Und die Verschuldung steigt an. In Deutschland ist die Verschuldung auf einem Niveau von 80%, was 20% mehr ist, als nach EU-Recht zulässig ist. Und in anderen Staaten ist sie noch weit höher. In Frankreich ist sie bei 100% und in Italien ist sie bei 120% und in Griechenland ist sie bei 170%. Aber in Luxemburg liegt die öffentliche Verschuldung bei 25%. Und dann fragt man sich doch, wie das kommt und ob das nicht dadurch kommt, dass die unsere Steuergelder vereinnahmt haben. Und dann soll man sagen, wie viel wir nicht haben. Thema anschneiden, das auch im Europäischen Parlament und natürlich auch in der Öffentlichkeit und in der Parteiöffentlichkeit immer wieder debattiert wird. Und das hat auch mit Marktwirtschaft zu tun, das hat mit freiem Handel zu tun, das hat mit den Handelsabkommen zu tun, die die Europäische Union abschließen möchte, mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich kriege dort unendlich viele Mails immer, die mich fragen, Herr Lucke, wie stehen Sie eigentlich zu dem Abkommen, dem Freihandelsabkommen mit Amerika, mit TTIP und manche fragen auch, wie sieht es aus mit CETA? Und ich halte mich selber sehr bedeckt, weil ich sagen muss, liebe Leute, ich weiß noch gar nicht, was genau zur Abstimmung stehen wird. Denn das Abkommen ist nach wie vor nicht öffentlich, das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das Abkommen mit Kanada, das ist zwar inzwischen so weit, dass es paraffiert werden könnte, aber es befindet sich noch in der auch nur Übersetzungsarbeit. Es gibt bislang nur eine englischsprachige Version, die im Vernehmen nach 1600 Seiten umfasst. Und diese englischsprachige Version, die muss übersetzt werden in, ich glaube, 25 Amtssprachen der Europäischen Union. Und erst dann erhalten die Europaabgeordneten dieses Abkommen überhaupt erst zugestellt. Und da können sich die Spezialisten dran machen, festzustellen, was in diesem Abkommen eigentlich genau geregelt ist.
Die ganze Beschlussfassung über diese Freihandelsabkommen wird sich also noch eine erhebliche Zeit ziehen. Ich habe gehört, dass allein die Übersetzungsarbeit wohl darauf hinauslaufen wird, dass die Beschlussfassung in CETA erst Mitte 2016 stattfindet. Das liegt daran, dass es komplizierte juristische Texte sind und dass es also nicht ganz einfach ist, 1600 Seiten dann in 25 verschiedene Sprachen zu übersetzen, und zwar so, dass überall genau dasselbe drinsteht. Die Abstimmung über Titel findet dementsprechend später statt. Für viel Aufregung, die zurzeit in der Partei zu verspüren ist, ist dort also nicht wirklich Anlass. Wir werden noch lange Gelegenheit haben, über TTIP zu reden. Es macht keinen Sinn, mit Positionen vorzupreschen, solange man noch gar nicht weiß, was in dem Abkommen eigentlich drin steht. Aber wir sollten dann damit sein, das nicht zum Vorwand nehmen, uns nicht Gedanken zu machen über das, was wir wollen in Bezug auf ein Freihandelsabkommen und das, was wir nicht wollen. Das heißt, wir sollten das ableiten aus dem, was unsere Grundwerte sind. Und unsere Grundwerte sind die der sozialen Marktwirtschaft und der Rechtsstaatlichkeit. Und da kann man unmittelbar dann ableiten, wie man zu einem Freihandelsabkommen stehen wird. Nämlich freier Handel ist zunächst einmal etwas, was außerordentlich wünschenswert ist. Und die Diskriminierung des Imports ausländischer Güter durch Zölle oder durch technische Vorschriften ist etwas, was unangemessen ist und was sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nur zu Nachteilen führt, wenn es sich wirklich nur darum handelt, dass man bestimmte Produkte eigener Herstellung bevorteilt und Konkurrenzprodukte aus dem Ausland benachteiligt. Alle Ökonomen sind sich darin einig, dass freier Handel wünschenswert ist und wir wollen ein Abkommen haben, was diesen freien Handel auch ermöglicht, unter den Maßgaben, dass unsere wesentlichen Sozialstandards, dass unsere Standards im Bereich der kulturellen Dienstleistungen, dass unsere Standards im Bereich des Verbraucherschutzes, dass unsere Standards im Bereich des Umweltschutzes und natürlich auch unsere rechtsstaatlichen Standards nicht gefährdet werden. Und da kommt nun der springende Punkt beim TTIP bzw. bei CETA. Die Kommission hat in verschiedenen Äußerungen festgestellt, dass in der Tat weder die Sozialstandards noch die Verbraucherschutzstandards noch die Umweltstandards noch unsere Maßgaben für kulturelle Dienstleistungen verbessert werden sollen durch TTIP und CETA. Und das wird im Einzelnen zu prüfen sein. Der springende Punkt ist aber die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Der springende Punkt ist die Frage des Investorenschutzes, der Investorenschutzbestimmungen, die das Potenzial bergen, unsere eigene Rechtsstaatlichkeit einzuschränken, weil international besetzte Schiedsgerichte unter Umständen über Rechtsstreitigkeiten zwischen ausländischen Investoren und den inländischen Regierungen entscheiden können. Da haben wir uns als AfD ganz klar positioniert und haben gesagt, das ist für uns inakzeptabel, denn der Rechtsstaat selbst ist nicht verhandelbar. Wir sind nicht die einzige Partei. Wir sind nicht die einzige Partei, die das sagt, zum Glück. Auch bei anderen Parteien existiert dort ein erhebliches Problembewusstsein. Und die Europäische Kommission hat inzwischen darauf reagiert und hat gesagt, ja, sie sieht die Berechtigung dieser Kritik und sie wird sich dafür einsetzen, oder so ist das Verhandlungsmandat, was neulich publiziert wurde, geschaffen, dass Investorenschutzbestimmungen nicht dazu genutzt werden können, um gesetzliche Maßgaben des Staates anzugreifen, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, weil sie nicht diskriminierende gesetzliche Regelungen sind. Mit nicht diskriminierenden gesetzlichen Regelungen ist gemeint, das, was die Kommission sich augenscheinlich noch vorbehält für die Schiedsgerichte, für den Investorenschutz, ist eine Möglichkeit von ausländischen Investoren dann Klagen zu erheben, wenn ein Gesetz erlassen wird, was wirklich diskriminierend wirkt bezüglich des ausländischen Investors. Dem kann man eine gewisse Legitimität sicherlich nicht abstreiten. Obwohl ich denke, dass man in einem wohlerprobten Rechtsstaat wie dem unseren genau diese Art von Investorenschutz durch Schiedsgerichte auch gar nicht braucht,
Denn wir haben hier nun mal Artikel 3 des Grundgesetzes und in Artikel 3 des Grundgesetzes ist die Gleichheit vor dem Gesetz geregelt und insbesondere darf niemand aufgrund seiner Herkunft benachteiligt werden. Ich sehe also auch hier nicht wirklich ein, aus welchen Gründen Investorenschutzbestimmungen in das Abkommen integriert werden sollten. Es sei denn, es würde argumentiert werden, dass in anderen Staaten der Europäischen Union kein gleichwertiger Rechtsschutz für ausländische Investoren besteht, also keine dem Artikel 3 des Grundgesetzes gleichwertige Bestimmung. Auch dann stellt sich auch immer die Frage, warum sollte dann für Deutschland ein Schiedsgericht zuständig sein, wenn in Deutschland der Rechtsschutz möglich ist und das gleiche Recht für ausländische Investoren auch eingeklagt werden kann. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob möglicherweise für andere Staaten, in denen kein Vertrauen, in denen möglicherweise kein Vertrauen den Gerichten entgegengebracht wird seitens der ausländischen Investoren, ob dort irgendwelche Sonderregelungen geschaffen werden müssen. Nun, meine Damen und Herren, hier kommen wir sehr stark in Einzelheiten hinein, die ich nicht weiter vertiefen möchte. Ich möchte Wert darauf legen, dass das, was wir als Partei so sehr auch in der Partei die Meinung über TTIP gelegentlich auseinanderzugehen scheinen, immer in Erinnerung haben müssen, ist, dass wir von bestimmten gemeinsamen Grundüberzeugungen aus handeln. Und wenn wir von diesen Grundüberzeugungen aus, von der Verpflichtung zur sozialen Marktwirtschaft und von der Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit ausgehen, dass es uns dann eigentlich einfach fallen sollte, an dem Tag, an dem das TTIP-Abkommen vorgelegt wird, auch darüber zu urteilen, ob das Abkommen unseren Ansprüchen gerecht wird und dann uns eine Meinung darüber zu bilden, ob wir diesem Abkommen zustimmen werden oder ob wir mit Nein stimmen werden oder auf welchem Parlament. Lassen Sie mich noch ein letztes Thema anschneiden, bevor ich zur Aussprache komme. Und das betrifft das die bedrohliche Zunahme des islamistischen Fundamentalismus in der Welt und insbesondere im Mittleren Osten. Das Aufkommen dieses Terroristenregimes der ISIS in Syrien und im Irak. Die Entwicklung selbst ist eine Katastrophe für die ganze Region und insbesondere natürlich eine Katastrophe für die Menschen, die jetzt unter die Herrschaft dieser allenfalls mittelalterlichen Gotteskrieger fallen, wobei ich ehrlich gesagt mich schwer tue, das Mittelalter so zu schmähen, indem ich es mit ISIS vergleiche. Aber das, was mich hier besorgt, was ich ansprechen möchte, ist nicht die geopolitische Lage, die für sich genommen schwierig ist, sondern was mich besorgt ist, dass ein Regime, was so diametral allen Werten gegenübersteht, die die Alternative für Deutschland vertritt, dass dieses Regime trotzdem Anhänger auch in Deutschland findet. Und dass es junge und fanatisierte Islamisten gibt, die jetzt auch aus Deutschland kommend die Reise in den Mittleren Osten antreten, um sich dort den Kämpfern der ISIS anzuschließen und mit ihnen gemeinsam Grauen und Schrecken und Verderben verbreiten wollen. Und das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, eine Herausforderung an uns als Partei und uns als Gesellschaft und den gesamten deutschen Staat, dass wir uns fragen können, dass wir uns fragen müssen, wie kann es eigentlich dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass in unseren Reihen Menschen erwachsen, die unsere Werte so